Rapid Wien gewinnt auswärts 4:2 gegen Austria Kärnten und hält damit den Anschluss an Tabellenführer Salzburg. Das Spiel selbst war allerdings offener als gedacht. Außenseiter Kärnten ging in der 12. Minute zunächst sogar in Führung, bevor 3 Minuten später Rapid ausglich und Steffen Hoffmann in der 28. Minute einen Elfmeter zum 1:2 verwandelte. Genau dieser Elfmeter sorgt allerdings nun für ein erneutes Aufflammen der Schiedsrichterdiskussion in der Tipp-3-Bundesliga. Der Linienrichter hat sich wollen im Mittelpunkt wahrscheinlich stellen und hat die Fahne kommen und hat Elfmeter gezackt. Ich weiß nicht, vielleicht war er zu lang auf gestern, aber es war da der Ball auf der Brust, wir haben das im Fernsehen noch einmal gesehen und diese Szene hat das Spiel entschieden. Also ich glaube, Rapid war selber überrascht, dass sie den Elfmeter gekriegt haben. Sie nehmen das Geschenk natürlich an, das ist eh ganz klar, aber ich sage ja, die Schiedsrichterleistungen sind einfach in der letzten Zeit wirklich sehr, sehr fragwürdig und sie sollten sich hinterfragen, ob sie nicht solche jungen Leute, ob sie nicht überfordert sind, ein Rapid-Spiel zu pfeifen. Sie lassen sich doch beeinflussen. Ich glaube, dass sie da mehr Zeit brauchen. Ja, jedes Spiel eigentlich ist irgendwas ganz Komisches und das ist irgendwie schon auffällig. Und ich spiele jetzt, glaube ich, 13 Jahre in der Bundesliga und aber solche Leistungen wie die jetzt momentan abgeben, habe ich, glaube ich, in den letzten 13 Jahren überhaupt nie gesehen. Und da muss man sich schon mal selber hinterfragen, nicht jedes Mal dann hinstellen und sagen, wir sind die Guten. Und das Auftreten hat auch schon eine Frechheit, weil die sind sowas von arrogant. Es muss jetzt einmal aufhören, weil du kannst den Spieler nicht mehr nachfragen, was war. Du kriegst sofort eine gelbe Karte und das muss jetzt aufhören. Das ist uninteressant. Wir haben wirklich heute eine unserer besten Leistungen angeboten. Ich glaube, wir waren sicher ebenbürtig. Und bei solchen Entscheidungen kannst du leider als Spieler nicht eingreifen. Das war die Schlüsselszene in diesem Match. Aber am Mittwoch gibt es die Revanche. Rapid ist für das Spiel im ÖFB-Cup-Viertelfinale jedenfalls vorgewarnt. Denn die Kärntner haben gezeigt, dass sie besser sind, als ihr Tabellenplatz vermuten lassen würde. Ja, es ist immer schwierig, so ein Spiel. Es erwartet jeder einen Sieg von uns. Sagt jeder, jetzt fährst du nach Kärnten und nimmst dir 3 Punkte einfach so mit. So ist es nicht. Ne? Und das ist natürlich ist das ein guter Gegner. Das ist sehr aggressiv gewesen und das hat man auch gesehen. Und wir haben uns das sehr, sehr schwer getan. Ja, wir haben ja Mittwoch wieder Rapid im Cup. Und wenn ich so eine Leistung sehe, was wir heute abgerufen haben, und wenn wir da vielleicht noch schippeln und ein bisschen Glück haben, normale Schiedsrichter haben, können wir da ein Unentschieden machen, dann können wir sicher einen Cupfight liefern. Das hat die junge Mannschaft bewiesen, dass wir nicht so schlecht sind, dass sie körperlich sehr gut drauf sind. Wir haben doch am Mittwoch ein schweres Auswärtsspiel gehabt. Muss ich sagen, imposante Leistung gewesen von den Jungen.